Herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ich bin wie immer euer Shurtok und in der heutigen Folge zeige ich euch, wie ihr den Turm im Tsutsukiki Schneefeld freischalten könnt. Abfahrt, let's go! Unsere heutige Reise beginnt auf dem Turm beim Tilioberg. Diesen haben wir ja in der letzten Folge freigeschaltet. Solltet ihr das Video verpasst haben, dann klickt jetzt mal oben rechts und schaut es euch erst einmal an. Bei der Gelegenheit lasst doch auch vielleicht gleich ein Abo und ein Like da, dann verpasst ihr zukünftige Zelda-Videos nicht mehr. Wir lassen uns einmal in die Höhe katapultieren und schweben dann in Richtung dieser großen Unwetterwolke ein bisschen weiter runter. Dann könnt ihr sehen, ich habe es soeben markiert, dort ist der Turm. Jetzt landen wir noch einmal und lassen uns erneut hoch katapultieren. Auf geht's! Wir lassen uns erneut hoch katapultieren. So hoch es geht, und sobald ihr euren Gleiter ausklappen könnt, macht ihr das auch. Ihr haltet euch immer Richtung dieser Gewitterwolke. Parasegel packen wir jetzt gleich einmal aus. Wichtig ist, dass wir über diesen Fluss rüberkommen. Unten könnt ihr ihn noch nicht so ganz sehen, aber wenn ich jetzt noch ein bisschen weiter runter gleite, dann werdet ihr das gleich sehen können. Wir müssen nämlich einmal rüber in das Schneegebiet. Unsere Ausdauer wird auch auf jeden Fall dafür ausreichend. Solltet ihr mal ein Problem haben, dass eure Ausdauer beim Gleiten nicht reicht, auch hierzu habe ich mal ein Video gemacht, wie ihr eure Ausdauer erweitern könnt. Klickt jetzt einfach mal oben rechts. Ist ein sehr interessantes Video. So, weiter geht's runter. Folgt eurer Markierung, die ihr gesetzt habt. Und dann sind wir hier vorne bei dem Schneegebiet. Da kommen wir ungefähr raus, das passt auch schon. Ganz wichtig, dort ist es gleich eisig kalt. Ihr benötigt unbedingt einen Kälteschutz. Ansonsten erfriert ihr, das würde nicht funktionieren. Ich benutze in diesen Gebieten ganz gerne immer die Bratchilis. Die geben mir immer einen ganz guten Kälteschutz. Brutzel mir gleich die maximale Anzahl von 4 zusammen. Dann habt ihr für 12 Minuten 30 Kälteschutz. Und das sollte in den meisten Fällen auch ausreichen. Wir müssen noch ein bisschen den Sturzflug machen, sonst passt es nicht ganz mit der Ausdauer, aber wir dürften jetzt eigentlich problemlos hier rüberkommen. Da hinten könnt ihr den Turm auch schon sehen. Landen wir einfach hier oben mal auf dem Berg. Dort angekommen, solltet ihr auch sofort den Kälteschutz aktivieren, sonst wird das doch hier brenzlig. Ich werde hier gleich die scharfen Bratschis auspacken für 12 Minuten 30, denn ich weiß ja nicht, wie unwegsam der Weg zum Turm ist. Aber mit 12 Minuten 30 müsste man eigentlich ganz gut hinkommen. Im Prinzip ist es nur geradeaus. Allerdings geht es hier über Stock und Stein. Und hier tummelt sich auch der ein oder andere Bösewicht. Aber da haben wir keine Zeit für. Da gehen wir nicht in den Kampf. Wir laufen gegen den Kälteschutz von der Zeit her. Da ist es doch ratsam, wenn wir hier schnurstracks geradeaus rennen. Hier vorne geht es dann auch schon gleich den ersten kleinen Felsen hinauf. Gehen hier einfach mal zwischen und dann klettern wir hoch. Das dürfen wir mit unserer Standardausdauer auch problemlos hinbekommen. Hier kann ich sogar noch einigermaßen hochrennen. Und nur im letzten Drittel beginnt meine Ausdaueranzeige zu schrumpfen. So, das war schon. Hier ist so ein schmaler Schneeweg. Das ist eigentlich ganz gut zu finden. Auch in der Dunkelheit und trotz des Schneesturms. Hier können wir ganz gut hoch. Da sind schon die ersten Bösewichte, wie ihr sehen könnt. Die lassen wir mal lieber in Ruhe. Ich gehe mal hier auf ganz Nummer sicher. Das sind immer nicht die cleversten. Also wenn ihr nicht unmittelbar neben den herrennt, dann bemerken sie euch meistens gar nicht. Aber ich will hier keine schlafenden Hunde wecken. Also von daher mache ich einen kleinen Schlenker. Und dann geht es schon weiter den Berg hinauf. Wenn wir jetzt hier gleich ganz oben sind, können wir auch gleich nochmal unseren Gleiter auspacken. Wir gehen aber noch ein Stückchen weiter. Da vorne ist so ein Flugdrache. Der macht uns aber nichts. Wenn ihr den nicht unmittelbar in die Arme rennt, dann passiert da auch nicht so viel. Dann sollte er euch auch problemlos in Ruhe lassen. Weiter geht's rüber. Schöner Tiefschnee hier. Das geht nicht so flott voran. Aber wir stellen uns jetzt hier auf die Kante. Und dann werden wir da einfach mal ein Stückchen weiter rüber fliegen. Jo, wir gleiten ein Stückchen. Sehr, sehr praktisch. Ausdauer haben wir auch genug. Stellen uns hier auf das nächste Stückchen. Und dann springen wir hier einfach nochmal erneut ab.
flugs noch ein Stückchen weiter gegleitet. Sobald ihr gelandet seid, immer nur schnurstracks geradeaus. Und der Turm ist auch nett beleuchtet, man kann das gar nicht übersehen. Außerdem haben wir ja vorher unseren Marker gesetzt, das solltet ihr jedes Mal machen. Das erleichtert die Orientierung doch erheblich. So, weiter geht's hoch. Hier ist auch ein bisschen weniger Schnee, hier sind ja nur noch Felsen. Hier könnt ihr zwischendurch rennen. Der Weg ist eigentlich ganz gut vorgezeichnet. Hier geht's rauf. Dann einmal hier rum. Hier vorne nochmal rechts. Und bei der Gelegenheit, Freunde, schreibt es doch gerne mal in die Kommentare, ob euch diese Turmvideos weitergeholfen haben und ob ihr da weitere von haben wollt. Es gibt 15 Stück. Sollte ich eine positive Resonanz von euch bekommen, dann bin ich auch sicherlich motiviert, sämtliche von diesen 15 Türme für euch im Video freizuschalten und euch genau zu erklären, wo ihr landen müsst. Würde mich wirklich mal gerne interessieren. Schreibt es also in die Kommentare. Flugs nochmal hochgeklettert. Da sind wir schon. Nochmal scharf rechts eingebogen. Hier nochmal wieder hoch. Und dann sind wir auch schon da. Vorne rechts ist schon wieder so ein Fahnenposten. Da dürften sich schon wieder einige Bösewichte tummeln. Aber die lassen wir auch rechts liegen. Hier vorne ist eine freundliche Leiter. Das ist sehr einladend und verlockend, als wenn man da jetzt einfach so hinkäme. Aber dem ist natürlich nicht so. Wir müssen natürlich noch ein Rätsel lösen. Leiter mal hoch. Und dann seht ihr auch schon hier gleich das Malheur. Die gibt es zwar schon, eine wunderbare Brücke, die da hochführen sollte zum Turm. Aber wenn ich mich jetzt eindrehe und hier einmal hochgehe. Diese ist noch heil, aber die nächste ist leider defekt. Die müssen wir reparieren. Die fixen wir gleich mal. Gehen wir ein Stück weiter. Und da vorne könnt ihr sehen, zu rechten, da hängt die Brücke auch schon runter. Hier gibt es doch einen schönen Pilz. So einen Frostling nehmen wir auch immer gerne mit. Den kann man immer mal gut gebrauchen. Da vorne ist noch ein Krog. Um den können wir uns jetzt gerade mal nicht kümmern. Und ihr seht, hier sind die Brückenreste alles morode und eingestürzt. Da müssen wir uns jetzt ein bisschen was zusammenbauen. Das Ganze könnt ihr euch jetzt hier zusammenbrutzeln, wie ihr wollt. Da gibt es keine feste Anleitung. Hauptsache, das Ganze ist funktional und ihr kommt da hoch. Darum geht es am Ende des Tages. So, das passt doch ganz gut. Dürfte gehen. Ihr könnt das Ganze auch so ein bisschen im Treppensystem bauen. Dann verliert ihr nicht so viel Ausdauer, weil die kann mir jetzt hier doch gleich schon mal ausgehen. Aber eventuell geht das ja auch noch so. Ich hoffe, ja, das ist nicht so anstrengend. Das kriegen wir hin, da haben wir noch halbe Energie, mehr als die halbe sogar. Ja, da komme ich hoch. Da komme ich hoch, da klettern wir weiter. Ah, wobei, ist doch weiter als man denkt. Kann eine ganz knappe Kiste werden. Komme ich da hoch? Ich hoffe doch mal. Ich muss auch unbedingt mal meine Ausdauer von Haus aus erweitern. Das könnt ihr machen, wenn ihr diese ganzen Schreine erfolgreich absolviert habt. Dann könnt ihr euch das nämlich kaufen. Oh, das wird aber echt ganz knapp. Na, ich komme aber gerade so. Boah, mehr Luft hätte nicht sein können. Jetzt sind wir auch schon oben. Das war auch schon das ganze Rätsel. Turm im Tsutsukiki Schneefeld. Was weiteres gibt es hier nicht zu lösen. Die Tür sollte offen sein. Hoffen wir auch, dass es so ist. Rein in die warme Stube hier. Komm, mach auf die Tür. Ja, ist schon ganz schön kalt. Aber im Kälteschutz sind wir gut ausgekommen. Haben 7 Minuten verbraucht. Haut gut hin. Hier einfach das Pura-Pad aufgelegt. Auf das Terminal. Dann aktiviert sich hier dieser ganze Prozess. Wie immer wird draußen zuerst einmal diese Medaille blau. Dann ummantelt sich der Turm. Bläulich, damit ist aktiviert. Und zu guter Letzt habt ihr hier die Abschussrampe in Blau und dann könnt ihr euch auch schon hochschießen lassen. Jetzt wird ein weiterer Teil eurer Karte freigeschaltet und das soll es dann auch schon mit dem heutigen Video gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wie bereits erwähnt, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Macht die Glocke an, um nichts mehr zu verpassen. Und wir haben auch noch einen Discord-Server, Link in der Beschreibung. Dort tummeln sich täglich viele fähige Zelda-Spieler, mit denen ihr euch austauschen könnt. Tipps und Tricks, Ratschläge oder einfach nur ein bisschen schnacken. Da ist für jeden was dabei. Das soll es für heute gewesen sein.
bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao, euer Schurtalk. Bye bye.